Nehmen wir Elliot Noch oder? keine Entscheidung getroffen? Dann helfe ich dir. Ich werde jetzt bis fünf zählen. Nehmt mich. Sie haben nichts getan. Nehmt mich. Fünf. Vier. Drei. Ganz ruhig. Okay, gut, was Zwei. soll's. Es ist Ja, nicht ja. leicht. Eins. Leb wohl, Elliot. Es tut mir leid. Danke. Vielen Dank. Es ist okay. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat und dass ich euch liebe. Weg mit dem Jungen. Erledigt ihn. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meine Schwester in die Gemächer. Los. Böse, böse. Nun gut. Das ist der Anfang des Spiels. Bis jetzt. Aber es geht natürlich noch weiter. Gebt euch nicht die Schuld, Madame. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hier bleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht eine Heldin. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Tochter eurer Mutter zu sein. Dam, dam, dam. Schön, ich packe das Nötigste zusammen. Ja, sehr mysteriöse Worte irgendwie von Walter, aber das wird alles gleich noch total viel Sinn ergeben. Während Walter und Jasper jedenfalls noch weiter so ein bisschen herumpalavern, können wir schon mal ein bisschen vorgehen. Und ja, wir wollen jetzt jedenfalls irgendwie aus diesem Schloss raus. Und Walter sagt es schon, wir wollen eine Revolution. Wir wollen über kurz oder lang tatsächlich Logan, unseren nicht mehr ganz so geliebten Bruder, stürzen. Und dann wollen wir selber hier dieses Land regieren. Und es ist an der Zeit, in der Tat. Weil Logan ist ein verdammtes Arsch, ja. Auch, na gut, also um Elliot tut es mir jetzt offen gesagt nicht so sehr leid, aber man hat zu Beginn auch nicht wirklich irgendwie eine Chance, zu ihm eine Beziehung aufzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie, die Idee ist gut, aber es kommt meiner Meinung nach dann doch ein bisschen zu abrupt, wenn ich das mal selber so ein kleines bisschen einwerfen darf, aber na gut, meine Meinung interessiert an dieser Stelle wahrscheinlich eh wieder niemanden. Egal, wir gehen hier in die Katakomben, die total versteckt hier im Vorgarten sind und... Respekt zu zollen. Genau. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Ich weiß, ihr verlasst das Schloss nicht gern, aber wir müssen los. Ja. Der letzte Satz hat jetzt nicht mehr wirklich gepasst, oder? Also, das war irgendwie sehr komisch. Gut. Ja. Als eure Mutter starb, versprach ich ihr, euch eines Tages herzubringen. Wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Heldin auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald eine geben. Ja, okay, gut. Wie gesagt, die Charaktere labern zwischendrin jetzt immer noch relativ viel. Es ist ein sehr lebendiges Intro. Also muss man auch mal dazu sagen. Es wird schon so ein bisschen, naja, schon Atmosphäre aufgebaut und im Endeffekt... Ja, es macht schon Spaß, dem Ganzen jetzt hier so beizuwohnen. Und wie gesagt, die deutsche Synchronisation ist jetzt auch nicht so schlecht. Mein einziger Kritikpunkt selber an dem Intro ist jetzt vielleicht, also alles, was bisher kam, war zwar ganz gut, aber es kam irgendwie zu abrupt. Aber alles, was jetzt kommt, dauert lange. Und für meinen Geschmack dann eigentlich auch ein bisschen zu lange, bis man tatsächlich seinen Freiraum hier in Fable hat, da vergeht schon so eine gewisse Zeit. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, das geben wir uns jetzt einfach nochmal. Ja, jetzt müsste es irgendwie losgehen. Okay. Natürlich. Drücke den fünften Ziegel an der rechten Steinwand und es passiert etwas Geheimnisvolles. Oder so. Wer kennt es nicht? Das ist der wertvollste Besitz eurer Mutter. Das Gildensiegel. Ui. Jo, dann nehmen wir es doch einfach mal. Also, gehört ja quasi jetzt uns, wenn es vorher unserer Mutter gehört hat. Und dann gehört es jetzt auch uns, ja. Es ist total toll. Wir nehmen dieses große Frisbee-ähnliche Ding. Ist etwas passiert? Und es passiert tatsächlich etwas. Unsere Prinzessin verwandelt sich in den Hulk. Nein. Sie.
Sie wird Zeuge einer weiteren Ladesequenz. Ja, sowas soll es in Fable 3 auch geben. Und jetzt passiert etwas, genau. Oh, sehr schöner Ort. Kann ich auch gleich was zu sagen. Aber erstmal wieder ein bisschen Palaver. Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte eure Mutter bei ihrem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eure Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Ja, das machen wir doch glatt mal. Wir sind hier auf der Siegesstraße unterwegs. Und die Siegesstraße wird noch ein relativ wichtiger Punkt im Spiel, im weiteren Spielverlauf sein. Denn die Siegesstraße ist prinzipiell nichts anderes als der Skillbaum von Fable 3. Also, je weiter man im Spiel voranschreitet, desto mehr Tore kann man dann tatsächlich auch hier auf der Siegesstraße öffnen. Und je mehr Gildensiegel man im Spiel sammelt, das sind diese, Symbole praktisch oben links, da sehen wir momentan eine 1 und je nachdem, also beziehungsweise man bekommt durch verschiedene Dinge Gildensiegel, indem man sich mit den Leuten anfreundet, indem man Feinde besiegt, indem man Quests erfüllt. So auf die Art und Weise kann man oben links diesen Zähler eben ansteigen lassen. Und wenn man ganz viele Gildensiegel hat, dann kann man auch diese ganzen Truhen, die wir dort jetzt schon so ein bisschen erahnen bzw. sehen können, dann kann man diese ganzen Truhen mit reichlich Gildensiegeln jedenfalls auch öffnen und dann kann man auch neue Skills einfach lernen. Das sind zum einen neue Emotionen oder so oder Interaktionsmöglichkeiten, die man dann den anderen NPCs gegenüber hat. Das sind zum anderen neue Zaubersprüche oder einfach mehr Stärke oder mehr Stärke mit dem Schwert oder beziehungsweise mit dem Hammer und oder mehr Stärke mit dem Gewehr oder Pistole oder man ist mit seiner Magie mächtiger und all so ein Kram. Also das lernt man alles hier auf der Siegesstraße. Die kann man dann später ab einem gewissen Punkt dann auch immer wieder aufs Neue betreten und dann kann man immer, wenn man neue Gildensiegel eben gesammelt hat, dann wieder hierher gehen und neue Truhen öffnen. Ist ja, irgendwie eine ganz nette Idee. Also ich finde den Grundgedanken dahinter irgendwie schon in Ordnung. Also dass man schreitet immer weiter im Spiel voran und dann kommt man auch auf dieser Siegesstraße immer weiter voran und dann nähert man sich so langsam aber sicher diesem nebulösen Schloss dort im Hintergrund, das irgendwie das Ende vom Spiel markiert. Auf der einen Seite ist es also ganz nett, auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen doof, was sie dann tatsächlich daraus gemacht haben. Also dass man die ganzen Emotionen und sowas zum Beispiel hier lernt, das hätte so im Endeffekt dann auch nicht sein müssen. Das mit Waffen und Zaubersprüchen und sowas, klar, okay, da wäre ich sofort mitgegangen. Das hätte man, also dass das hier so vonstatten geht, von mir aus, okay, ist eine ganz nette Idee, aber alles darüber hinaus, was man dann noch so lernt, da hätte man vielleicht noch ein bisschen anders lösen können. Aber okay, gut. Wir dürfen jetzt jedenfalls hier auf der Siegestraße unsere erste Truhe öffnen. Und darin enthalten ist der Feuerballzauber, wie wir dort eben schon mal lesen konnten. Und ja. Ihr habt große Macht in euch. Euch fehlen nur die Mittel, sie freizusetzen. Nehmt dies. Der Feuerballzauber verbrennt eure Ziele und wirft sie zurück. Schön. Wollen wir haben. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum. Und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Ho, 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 ho. Mysteriös, mysteriös. Naja, wie auch immer. Wir haben jetzt jedenfalls unseren ersten Zauber bekommen und gleichzeitig auch einen Zauberhandschuh. Ja, wir brauchen jetzt Handschuhe, um Magie wirken zu können. Mein Gott, was soll's. Mit einem Druck auf den B-Knopf können wir jedenfalls diesen Zauber aktivieren, beziehungsweise, wenn wir den B-Knopf gedrückt halten,
können wir erstmal den Zauber so ein bisschen aufladen und wir sehen schon anhand dieser durchsichtigen Linie praktisch, das ist der Radius, in dem der Zauber dann tatsächlich auch wirkt. Und wir können den Zauber auch schon so ein paar Stufen anheben, was mich jetzt offen gesagt ein bisschen irritiert, aber okay. Gut, aber dafür sehen wir ja, es dauert verdammt lange, bis er tatsächlich diesen Radius erreicht. Die Flammen in unserer Hand werden immer größer. Und wenn wir den Knopf jetzt tatsächlich loslassen, dann passiert Folgendes. Dann macht es BOOM und alles herum ist... Naja, es sieht so aus, als wäre es irgendwie beschädigt, aber... Das liegt jetzt einfach nur an der Textur so ein bisschen. Egal. Ja, es gibt immer zwei Sachen, die man mit dem Zauber praktisch machen kann. Einmal eben so einen Flächenzauber, um den man um sich herum wirken kann. Und dann kann man den Zauber natürlich noch gezielt in eine Richtung wirken. In dem Fall können wir natürlich Feuerbälle werfen und hier einen auf... wie heißt der Typ aus X-Men? Pyro oder so? Ja, ich glaube schon. Können wir jedenfalls einen auf Pyro machen. Ist irgendwie ganz witzig. Wir verlassen die Siegestraße aber an der Stelle, weil viel mehr können wir hier an der Stelle ohnehin nicht machen. Und dann lassen wir eine weitere kleine Ladesequenz, glaube ich, über uns ergehen, genau. Und dann müssten wir auch schon wieder neben Walter und Jasper stehen, die natürlich brav auf uns gewartet haben. Fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Ja. B. Ich habe Jasper unsanft abgewürgt, aber okay, gut. Wir zaubern jedenfalls. Es hat funktioniert! Ihr seid eine Helden! Boah! Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wir sind eine Helden. Juhu! La. Ein bisschen eng, oder? Und dunkel. Ihr hattet es doch nie mit engen Räumen, oder, Sir Walter? Ich hätte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enttauchen zu lassen. Na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler am Kopf treffe? Ja, die beiden labern ganz gerne mal und das macht jetzt auch alles relativ viel Spaß. Ich bin gerade selber so ein bisschen am Überlegen, wie lange wir uns das jetzt noch hier geben. Aber eine Sache will ich eigentlich noch... tatsächlich zeigen. Deswegen spiele ich jetzt auch erstmal so ein bisschen weiter. Und wir machen dieses frisch angezockt dann einfach mal wieder ein bisschen länger. Es ist doch schön. Der Hering spielt. Alles ist wunderbar. Und der Hering zeigt auch noch ein bisschen was. Wenn unten die Symbol kommt, RT, brauchen wir natürlich einfach nur den rechten Trigger gedrückt halten. Und dann passiert Folgendes. Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Genau. Ja, so muss es doch sein. Und so gehen wir auch weiter. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Das ist mein Plan. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar eine Heldin, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen. Ja, viele werden auch kämpfen wollen. Und wir sammeln jetzt hier mal einen Silberschlüssel auf. Ta-ta-ta-ta, einen von 50. Hurra. Albion braucht eine Revolution. Genau, Albion braucht eine Revolution. Das ist jetzt praktisch der Grundgedanke des Spiels. Und dem Gedanken werden wir jetzt noch eine ganze Weile lang folgen. Und wir gehen jetzt immer noch hier so ein kleines bisschen weiter. Und... hoffen, dass wir relativ... Ich versuche mal relativ schnell durch die Höhle zu gehen. Also Geheimnisse und sowas. Also man kann sich hier noch ein bisschen umgucken. Und es gibt wohl auch den einen oder anderen Geheimpfad. Ja. Fledermäuse. Buhuhu. Gefährliche Fledermäuse des Todes. Wir können hier unsere Zauber wirken. Und wir können diese Fledermäuse brutzeln. Zack, 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 zack. Jasper hatte so seine kleinen Problemchen anscheinend. Okay. Ja. Ja, eure Mutter wäre sehr stolz. Ich bin's jedenfalls. Oh mein Gott, wir haben Fledermäuse besiegt. Wir sind ehrlich ein wahrer Held, ja. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Ei. Wie auch immer, das war ein erster Beweis eurer Fähigkeit. Ihr seid die Anführerin, die dem Land eine Revolution bringen wird.